Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei der Search. Beim letzten Mal haben wir den Black Cerberus Boss besiegt und sind jetzt hier, können hier uns ein bisschen noch umschauen. Wir suchen eigentlich einen Weg E-Vorstandsebene. Was haben wir hier? Ein Schaltkreis? Okay, überladen wir das Ding mal. Und ja, der Bosskampf war ein bisschen... Benutzerprofil kann nicht geladen werden. Okay. Der Boss war immer ein bisschen unterwältigend, wenn ich ehrlich sein muss. Die Hauptschwierigkeit war, dass einfach immer mal wieder zwischendurch diese verdammten Paxes aufgetaucht sind. Ich denke mal, jetzt kriegen wir hier so ein Sicherheitsdingens. Wo sind wir? Autorisierung nicht erkannt. Bitte willkommen, Captain. Ihre Ausrüstung wurde freigegeben. Okay, das bedeutet. Nehmen wir mal, machen wir mal das Kommunikationsterminal. Warren, hast du den Vorstand gefunden? Du musst sicherstellen, dass du über eine korrekte Autorisierung verfügst. Vielleicht hilft ein Exorig des Werkschutzes. Mit der momentanen Ausgangssperre werden die hier oben nicht freundlich mit Fremden umspringen. Okay, denke ich, sollte dann los. Sei vorsichtig da draußen. Können wir irgendwie. Woher kriegen wir jetzt dieses Exorig? Vielleicht sollte ich erstmal die ganzen Sachen ausgeben. Neues Level Up. Polieren wir die ganzen Scraps und so. Haben wir das in Sicherheit gebracht? Das ist ja alles jetzt mal wichtig. Im Zutritt zu diesem Sektor können wir nicht für die Sicherheit garantieren. Hm. Da drüben ist noch eine geschlossene Tür. Da waren wir schon. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier gibt es wahrscheinlich noch mehr. Irgendwas habe ich übersehen, denke ich. Aber ich fand den Bosskampf ein bisschen unterwältigend, weil ich hätte lieber mehr gegen den Cerberus gekämpft und weniger von den, gegen die ganzen Paxes. Das war ein bisschen lame. Es gab bisher sowieso nicht so viele Bosse und dass man dann in einem Bossfight noch alte Bosse recycelt, das finde ich ein bisschen sehr schade, wenn ich ehrlich sein muss. Und ansonsten wäre der Boss eigentlich ziemlich cool gewesen, aber... Was haben wir hier? Die traurige Wahrheit ist, die Welt hat aufgehört hinzuschauen. Und vielleicht liegt genau da das Problem. Wir haben einige Entscheidungen getroffen. Entscheidungen, auf die ich im Nachhinein nicht stolz bin. Aber wir wollten unser Bestes geben. Wie sagt man, der Weg zur Hölle... ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja, unsere waren das sicherlich. Selbst jene unter uns, die nun, wie ich glaube, zu weit gegangen sind, haben es letzten Endes für euch getan. Für die Menschheit. Wenn man heute einen Blick über den Tellerrand wirft, kann man nur sagen, sie haben die Perspektive verloren. Wir haben die Perspektive verloren. Darum glaube ich, dass es meine Pflicht ist, als Bürger dieses Landes und dieser Welt, euch Utopia vorzustellen. Nicht autorisiert, nicht genehmigt und ungetestet. Entworfen, um Resolve zu ersetzen und ohne die offiziellen Kanäle durch die Hintertür geschleust. Ihr müsst erfahren, was die Folgen sein werden. Die Folgen für euch alle. Utopia ist... So, wir gucken mal, ob wir jetzt hier reinkommen. Könnte ja sein, dass wir den Boss besiegt haben. Zugangsberechtigung erforderlich. Dass wir jetzt hier reinkommen. Aber dem ist nicht so. Also irgendwie müssen wir unser Exo-Rig upgraden, so wie sich das jetzt angehört hat vorhin. Ich weiß aber nicht, wie wir das tun können, ehrlich gesagt. Ich muss mal gucken, ob wir hier im Inventar irgendwie was machen können. Profil. Exo-Rig Creo Exo 01 Rig. Wir gehen mal zurück zum Ops und gucken, ob wir da vielleicht irgendwie was machen können. Vielleicht in der Upgrade Bay. Das könnte ich mir noch vorstellen. In der Med Bay, glaube ich, war nichts. Aber wir müssen da jetzt irgendwie... ich weiß nicht, wo wir sonst noch lang können. Es gibt hier nicht mehr wirklich Dinge, die wir tun können. Benötigst du Unterstützung? Ja, gerne. Sei aufmerksam, sei wachsam, sei...
Zerstörte wiederverwendete Teile. Können wir die Waffen upgraden? Wir haben 3 Mark 4 Dinger. Nicht schlecht. Okay. Die Frage ist, woher haben wir die gekriegt? Wahrscheinlich vom Boss. Würde ich vermuten. Wir haben aber kein Blueprint, um irgendwie... ist das... 19... MGG Gorgon A-Modul. Ne, wir verwenden das hier, ne? Das ist zwar nicht ganz so gut von den Verteidigungswerten her, aber dafür ist die Wucht und die Angriffsgeschwindigkeit ein bisschen besser. Ich denke, das ist mir wichtiger. Ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, was wir tun sollen. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Wahrscheinlich ist es was extrem Offensichtliches, dass ich übersehe. Guck mal, meine Mad Bay. Exorig. Aussehen des Overalls ändern. Vielleicht nicht, dass ich möchte. Wir müssen eigentlich das Exorig austauschen. Aussehen des Exorigs ändern. Wie. Joa? Hast du noch irgendwie eine Idee? Tut mir leid, das wird das wahrscheinlich keine produktive Episode werden. Ja. Okay, du willst nicht mehr. Du weißt ja, wie du mich erreichen kannst. Ja, du bist keine Hilfe, das ist das Problem. Warnung. Aktiver Sicherheitsalarm in diesem Sektor. Wie kriegen wir dieses verdammte Exorig? Bist du befugt, dich in diesem Sektor aufzuhalten? Natürlich. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir den Boss töten, schalten wir vielleicht eventuell irgendwas frei, aber... Anscheinend ist dem nicht so. Okay, der erste ist down. So, dann machen wir dich noch fertig. Ich weiß nicht, was ich hier tue, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht einfach noch, was ich suchen muss. Ich gucke mich jetzt einfach nochmal um. Irgendwo, offensichtlicherweise haben wir irgendwo was übersehen. Ich denke, so viel dürfte eigentlich klar sein. So. Tschüss. Vielen Dank. Ja, vielleicht brauchen wir gewisse Anzahl an Scraps, um das X-Rig zu upgraden. Ich weiß es nicht. Das waren wir schon. Geht's nirgendwo hin. Waren wir ebenfalls schon. Was übersehe ich? Es gibt hier nicht wie. Hier nichts, Willkommen. Bunkern wir mal die ganzen Scraps. Implantate. Und ich denke, das bringt uns nichts. Exorig. Mark 1. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dieses verdammte Exorig zu upgraden. Ich baue mir echt irgendwie erstmal so einen Vorstands-Exorig. Ich weiß es nicht. Aufwerten. Es gibt hier nur Herstellung, Aufwertung. Das hat nichts mit der Brust zu tun, oder? Wäre merkwürdig. Ich denke, sollte ich das Ding hier mal upgraden? Ich denke, ich werde das hier mal upgraden. Das Mantis-Brustmodul. Okay, das haben wir jetzt auch auf 3. Fehlt eigentlich nur noch ein Helm. Drohnen. Helfen, glaube ich, auch nicht weiter. Habe ich irgendwas hab ich übersehen, ey? Das gibt's sei doch nicht. Aufmerksam, sei wachsam, sei ja, ein bisschen sicher. Aufmerksamer sollte ich vielleicht sein. Ich muss mal wirklich ganz in Ruhe hier durchgehen. Tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht nicht die spannendste Episode ist. Aber wir haben in den letzten 2 Episoden Bosskämpfe gehabt, von dem her denke ich, ja, man kann auch mal wieder irgendwie eine ruhigere Episode haben, vielleicht. Gibt's hier noch was? Gehen wir runter? Nee, das ist der Tod, oder? Sieht für mich nach dem Tod aus. Also, was übersehen wir hier?
Das ist der Aufzug. Hier können wir nicht mehr rein. Und da oben können wir auch nichts tun. Sicherheitstür. Dem Sicherheitspersonal vorbehalten. Wie kommen wir an diesen Werksausweis? Oder an dieses Werksexorik? Krio jetzt bewerben Gegenstände. Project Resolve sortiert nach neuesten Questgegenstände. Ausrüstungskupon. Willkommen bei Krio. Bitte lösen Sie Ihren persönlichen Ausrüstung bei einer beliebigen Montageeinheit ein, um Ihre zugewiesene Ausrüstung zu erhalten, nur für den persönlichen Gebrauch. Nicht, dass die okay. Konnte nicht bestätigt werden. An der Montageausrüstung müssen wir das Ding einlösen. Wie können wir das einlösen? Da gab es nicht wirklich eine Option, irgendwie was zum Einlösen. Außer ich bin jetzt gerade wieder extrem brain dead. Ja, was mich natürlich nicht überraschen würde, aber gucken wir mal. Dann können wir theoretisch nochmal ganz viel Backtracking machen und die ganzen Sicherheitstüren öffnen, wo ich keine Ahnung mehr habe, wo sie sind. Okay, Montageeinheit. Wo können wir Herstellung? MK ändern können wir, das bringt uns aber nicht wirklich viel. Details, Black Cerberus Armmodul. Das ist das einzige von dem Ding, das wir herstellen könnten. Wir haben aber zu wenig Scraps dafür. Wie können wir diesen Coupon einlösen? Dafür muss es doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben. Sortiert nach Neuester, das ist die Waffe, die wir erhalten haben. Hartmetall lagern, aufwerten. Herstellung. Es gibt hier keine Option. Cerberus ist die ultimative Antipersonen-Kampfausrüstung. Krio bedauert die Notwendigkeit eines internen paramilitären Sicherheitsdienstes. Doch unsere Mission auf Erden zu retten ist wichtig. Betriebssicherheit muss. Diese spezielle Cerberus ist für den Sicherheitschef von Echelon 9 reserviert und wurde durch Experiment 1 für ihn konfiguriert. Goliath-Klasse. Ich meine, wir können mal Mark 1 von den Dingern herstellen. Vielleicht reicht das ja, um Zugang zu erhalten. Wucht 20% Angriffsgeschwindigkeit minus 2. Ich möchte das Ding nicht anziehen eigentlich im Kampf. Ich habe das Gefühl, das hat 11, das hat auch 11. Scheint mir nicht besser zu sein. Ein bisschen mehr Wucht, dafür minus 2% Angriffsgeschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Aber das ist das Einzige, was jetzt irgendwie neu dazugekommen ist hier. Aber das hier können wir natürlich aufwerten, bringt uns aber glaube ich nicht mehr so viel. Das ist MK Charge 2.0. Es muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben, diesen verdammten Coupon einzulösen. Einen persönlichen Ausrüstungscode bei einer beliebigen Montageeinheit ein, um ihre zugewiesene Ausrüstung zu erhalten. An dieser Station können Ausrüstungsteile hergestellt, vorhanden, modifiziert und repariert und aufgewertet werden. Hier kann ich nichts tun. Hätte ja sein können, dass wir hier das Ding hier mitnehmen können, aber das geht nicht. Wie können wir diesen verdammten Coupon einlösen? Dass ich es nicht bald rausfinde, werde ich das wahrscheinlich kurz im Internet nachgucken, weil irgendwas ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Ha. Herstellung. Das ist Eagle. Das sind Brustmodule. Das sind alle. Kopfmodul.
Ich meine, wir können mal kurz zur Tür zurückrennen und gucken, ob wir mit... Wenn ich jetzt das Black Cerberus A-Modul anziehe, ob wir damit die Tür öffnen können. Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Und wenn das nicht geht, dann würde ich einfach mal... Wenn das nicht geht, dann würde ich einfach im Internet kurz nachgucken, wie das, wie wir an dieses Teil kommen. Weil wir haben diesen Coupon, wir haben, ich habe an der Montageeinheit geguckt. Es kann sein, dass ich irgendwie zu doof bin, aber es sah jetzt nicht danach aus, als könnten wir da irgendwas machen. So, gucken wir mal. Vielleicht müssen wir einfach nur irgendeines von diesen Dingern tragen. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Okay, dann würde ich sagen, gucke ich mal kurz nach, wie das funktioniert, weil ansonsten, ansonsten verballern wir hier noch richtig viel Zeit für nichts. Bis gleich. Oh mein Gott. Creo 06 Exoric. Meine Fresse, okay, das hätte ich niemals rausgefunden, wenn ich das nicht nachgeguckt hätte. 5000 Al... Was? Nochmal? 5000 Altmetall brauchen wir. Gut, dann würde ich sagen, Upgrade-Kosten, Sicherheits-Exoric. Da würde ich sagen, farm ich die mal... Oder Moment mal, wir haben doch... das ist bestimmt auch irgendwas im Inventar. Ich habe doch viele Verbrauchsgegenstände hier. 6500. So, nehmen wir die mal. Und dann müsste das eigentlich upgradebar sein. Exoric aufgewertet. Sicherheits-Exoric. Nice. Und ich hoffe, dass wir jetzt aber Zutritt kriegen. Moment mal, was ich noch tun wollte, ist das Ding hier wieder ausziehen. Das brauchen wir nicht. Das war ein Waste. Oh, Altmetall noch zurücklegen. Willkommen, Captain. Wir müssen das ja nicht unbedingt wasten. Die 2000, die wir jetzt haben. So, ich denke, dann müsste uns erlauben, jetzt Progress zu machen. Hoffe ich doch zumindest. Ich wäre da niemals drauf gekommen, dass man das einfach aufschlagen kann. Aber ja, jetzt, dafür gibt es dann halt die Lösung, wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß. Ich mache das natürlich ungern bei Blind Let's Plays, aber ich will auch nicht unnötig Zeit von euch und mir verschwenden, um einfach sinnlos in der Gegend rumzueiern. Und wirklich viel alternative Wege sah ich nicht, deswegen... So. Zugriff gewährt. Dankeschön. Na also. Hätte auch, okay, hier haben wir einen Audiolog. Ich weiß, die Jungs lachen hinter meinem Rücken wegen dieser Sache. Aber so fängt es an. Es sind die kleinen Dinge. Für sie ist es vielleicht nur ein bisschen gestohlenes Büromaterial. Aber was kommt als nächstes? Es ist meine Pflicht, den Übeltäter zu überführen. Außerdem, die mögen ja zufrieden sein, wo sie stehen. Aber ich habe Ambitionen. Denen wird das Lachen vergehen, wenn ich hier irgendwann den Dienstplan aussuche. Okay. Jetzt haben wir hier einen netten Typen. Ich glaube, das ist MK4-Zeug jetzt. Ich meine, irgendwann muss das ja kommen. Ich werde jetzt versuchen, noch ein bisschen was gerade für die... wahrscheinlich werde ich mich jetzt erstmal auf die Waffen fokussieren, damit wir unsere Waffen upgraden können. Ich denke, das ist das, das absolut Wichtigste. Okay, was haben wir hier? Ein weiteres Audiolog. Oh, Freundchen. Okay, da wurde das Audiolog irgendwie abgehackt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich einfach zu weit weggegangen bin. Okay, nächste Sicherheitstür. Hier gibt es richtig viele Sicherheitstüren. Oh, das sieht ja, das sieht nach Vorstandsebene aus.
Na komm. Oh, scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Du verdammtes Drecksteil. Man kommt nicht ran. Ich bin nicht an die verdammte Drohne rangekommen. Das war gemein. Das fand ich jetzt gemein. Jetzt müssen wir hier wieder durchrennen. Das ist ein bisschen ein weiter Weg. Aber was soll's. Wir kommen immerhin weiter. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ich werde jetzt wirklich versuchen, gerade bei den starken Gegnern die Waffen abzuhacken, sodass wir hoffentlich genügend Scraps kriegen, damit wir unsere Waffen auf Stufe 4 upgraden können. Ich bin sehr zufrieden mit den Waffen, die wir haben. Ich denke nicht, dass ich die noch austauschen werde. Von dem her, das passt schon. Es sind mir viel zu viele Aufzüge in diesem Spiel. Es dauert unnötig lange. So, Freundchen. Okay. Du bist vom genau gleichen Typ wie der Black Cerberus, kann das sein? Autsch, autsch. Okay, was machst du sonst noch? Bleib geschmeidig. So. Gib mir deine Waffe. Und dann ist gut. Sehr nice. A-Modul haben wir auch freigeschalten. Nicht, dass wir das grundsätzlich brauchen. Waffe halten MG irgendwas. Ach, wieder ein Aufzug, genau. Ah, es ist ein bisschen ätzend, die vielen Aufzüge. Man kommt ja auch nicht wirklich schneller hin. Das ist so ein bisschen das Problem. Das dauert extrem lange. Aber das ist echt nicht gut gemacht im Spiel. Das ist, haben sie, das war auch schon in Dark Souls 1 teilweise so, dass die Aufzüge so elend lahmarschig sind. Das finde ich einfach nicht so gutes Design. So, jetzt haben wir erstmal hier wieder den Stab-Heini. Okay. Hat er mich erwischt? Okay. Ah, hat er mich wieder erwischt. So, und gib ihm. Brust rausgerissen. Nice. Wir brauchen ein bisschen viele Heilungen hier. Fällt mir nicht so. What? Whoa, whoa, whoa. Okay, die Drohne ist weg. Okay, der hat jetzt die Schwachstelle beim Arm. Das ist ein bisschen ungünstig. Gehen wir auf den Kopf. Ach, what? Ich bin nicht mehr weggekommen. Oh, shit. Meine Fresse. Okay, Mist. Da wollte ich eigentlich das Ding abhacken, aber hat er nicht mehr genügend Leben. Naja. Macht nichts. Hauptsache ist down erstmal. Da haben wir eine Tür. Ich hätte ganz gerne irgendwie einen Shortcut, damit wir die ganzen Aufzüge nicht mehr verwenden müssen. Vorstandsebene. Okay, wir kommen dem Ziel langsam, glaube ich, näher. Das hier... Oh, crap. Ich hasse die Dinger. Ich hasse sie bis zum Tode. Okay, okay. Boah. Man kann nichts machen. Oh, eine richtige Heilung in der... What? Whoa, 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 whoa. Was geht? OMG. Ah, da geht's wieder runter. Das habe ich nicht gesehen. Mist. Oh, yeah, nein. Und wir müssen den ganzen Weg wieder hinlaufen. Okay, ich würde sagen, das schneide ich raus. Oder wir machen am besten hier direkt einen Cut. Ich denke, die Episode ist schon relativ lange. Schwierig zu besitzen. Ist natürlich schwierig, das noch im
Genau, nicht zu behalten, wie lange das die ganze Folge jetzt schon gedauert ist. Aber ich denke, wir machen hier einen Cut und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.